Und damit herzlich willkommen zurück zu Majora's Mask und Ocarina of Time Combo Randomizer. Es geht wieder weiter, Leute. Im letzten Part haben wir hier die Quests mit den Kiddies gestartet und haben den Passcode für den Durchgang zum Observatorium erlangt. Und deswegen sind wir jetzt gerade auf dem Weg dorthin. Und bin mal gespannt, was wir da noch so Schönes abgreifen können. Ob wir da irgendwas Schönes noch kriegen. Also ich bin auf jeden Fall guter Dinge, dass wir diesmal in Majora's Mask ein paar tolle Items erhalten werden. Hier kriegt man doch auch Pfeile, oder? War das nicht so? Herzchen auf jeden Fall, okay. Ja, Leute, ein neuer frischer Tag ist gestartet. Ich sitze hier mit meinem Kaffee, wunderschön. Ich habe übrigens auch Urlaub diese Woche, um noch ein bisschen auszuklingen. Und habe schon wieder gar keinen Bock auf nächste Woche. Ah ja, wer hat das schon, ne? So, dann, hier müsste sich die Musik jetzt ändern. Star Jump. Was ist ein Star Jump? Kennt ihr Star Jump als Spiel? Sagt mir jetzt gar nichts persönlich. Muss man das von dem erst lernen? Ach so. Nee, ich möchte hier nichts verändern. Ja. So, storytechnisch haben wir das jetzt gerade gelernt. Vielleicht funktioniert das jetzt. Nö. Habe ich vielleicht ausgestellt, keine Ahnung. Funktioniert auf jeden Fall nicht. Cheaten ist nicht. Okay. Dann der Typ hier. Der hat hier auch wieder nur so eine blöde Fee. Das gibt's doch gar nicht. Shit. Okay, das ist aber das eine und das andere. Müsste hier nicht irgendwo ein Deku angeflogen kommen, wenn man. Genau. Und den Ort, den hatten wir auch schon irgendwo gefunden, aber in Ocarina of Time, richtig? Da müssen wir auf jeden Fall dann nochmal gucken. So, das müssen wir irgendwie beobachten und dann kann man nämlich, wenn man den findet, bei dem was kaufen. Ich habe gerade irgendwie im Gespür, dass das da war, wo es zum Hayasee geht in Ocarina of Time. Ist das richtig? Habt ihr das gerade im Kopf? Zufällig, Leute? So, ist das hier der Ausgang ganz normal standardmäßig oder? Jo. Ihr hattet auch schon... I wish you a Merry Christmas. Genau, ihr hattet auch schon gesagt, ich hätte auch die ganze Zeit schon hier rüberfliegen können. Weil hier wohl irgendwo eine Blume ist eigentlich. Aber naja. Jo, ja, hier ist die Blume. Habe ich nicht gemacht, ne? Habe ich nicht gemacht. Ja, das hat mir jetzt halt wenig gebracht, sag ich mal. Trotzdem will ich mir noch mal ganz kurz... Keine Ahnung, ich mach's trotzdem mal kurz, dass ich mir anschaue, wie die Fee aus dem Mond fällt. Just for fun. Habe ich schon mal ein schönes Thumbnail. Ich wollte schon sagen, aus der Nase fällt das doch normalerweise, oder? Ne, aus deinem Auge. Ist ja eine Träne. So, und da liegt jetzt einfach eine Fee. Soll ich mir die holen? Ich hole sie mir trotzdem, ne? Und da wackelt er mit dem Arsch. Um uns zu zeigen, dass wir vollkommen verarscht wurden. Jo, was ich heute machen möchte, ist gerne auf jeden Fall den Fuchs Caton endlich in seinem Rätselquiz zu schlagen. Das wäre ganz toll, wenn wir das heute mal auf die Ketten bekommen würden. Und vielleicht noch ein paar Rubine ausgeben und ein paar schöne Items erhalten. Wie zum Beispiel die Flasche in Ocarina of Time. Das wäre auch richtig toll. Wir haben im letzten Part schon die Eisenstiefel bekommen. Was auch richtig geil ist. Bam, bam, bam. Erstmal schon wieder in die Pokémon-Musik rein. Bam, bam, ba, ba, bam. Okay, gehen wir erstmal wieder raus. Wir haben hier noch irgendwo auch so einen Geist-Typi, mit dem wir kämpfen können. Aber wir haben keine Pfeile. Wir brauchen erstmal Pfeile, glaube ich. Das ist erstmal die beste Lösung, uns ein paar Pfeile zu besorgen. I think. Außerdem
Können wir jetzt hier noch irgendwas machen? Ich bin gerade am Überlegen. Ich glaube, ich will raus. Ja. Ich glaube, ich will raus. Und ich hole mir erstmal noch ein bisschen mehr Geld, indem ich den Typen vom Baum hole. Und dann gehen wir mal hinter zur Tingel. Und da können wir gleich nochmal das Quiz starten. Und ich hoffe, ich krieg mal... Ich glaube, 5 Fragen müssen wir beantworten. Ich hoffe, ich krieg einfach mal Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe. Also ich habe mich jetzt immer noch nicht besser vorbereitet. Also nicht viel besser. Ich dachte eigentlich, ich krieg das mal auf die Ketten. Aber der Bürgermeister, der haut mich immer weg. Der Bürgermeister ist es. Also pass auf. Zack. Ah, toll. Zack. Und da müssen, glaube ich, noch ein paar Rubine mit runterfliegen. Der arme Kerl, ey. Hol den einfach vom Baum runter und dann klaue ich auch noch sein Geld. Und das passiert ihm immer und immer wieder. Es ist tragisch. Der ist in einem ewigen Zeitfluss gefangen und wird immer wieder vom Baum geholt. Und sein Geld wird geklaut. Ist doch toll, oder? Das muss ein Leben sein. So. Haben wir erstmal 30 Pfeile. Da könnte man nämlich auf jeden Fall auch... weil wir haben irgendwo in Unruhestadt diesen einen Geist, also diesen Geisterhändler, und dann können wir gegen Geister kämpfen. Und ich glaube, normalerweise kriegt man da auch ein Herzteil. Und das würde ich auf jeden Fall gerne machen. Wie schnell die Zeit immer rumgeht, ne? Das ist unglaublich. Also in Majora's Mask meine ich. Aber hier vom Video auch. Wir sind schon wieder bei Minute 6. Das ist ja unfassbar. Und viel gesehen haben wir jetzt noch nicht. Leider. So. Wir holen uns erstmal kurz diese Schatzkiste hier, auch wenn es wahrscheinlich ja, nichts von Belangen ist, aber wenn, ist sie wenigstens weg. Ju. Nee, nicht Ocarina spielen. Und jetzt wird schon wieder dunkel, das ist doch voll doof. Was können wir denn jetzt machen mit einem Bogen, was wir vorher nicht machen konnten? Tingel. Auf jeden Fall Tingel und das Bogenspiel. Die haben wir auch schon beide gefunden gehabt, die Bogenspiele. Das sollte ich mir, glaube ich, auf jeden Fall nochmal angucken. So, ich hole mir erstmal den Tingel vom Baum oder von aus der Luft. Und kaufe mir jetzt erstmal die Flasche. Die habe ich mir verdient. So. Big Quiver. Ist auch geil. Aber wir kaufen das Ding. Das ist mir am wichtigsten erstmal. So, Bottle of Lon Lon Milk. Ocarina of Time. Das sollte funktionieren, oder? Das sollte die Flasche mit Milch sein, die man normalerweise von Talon bekommt. Ich hoffe es zumindest. Das wäre ganz toll. Wäre jetzt schlimm, wenn es nicht das wäre. Okay. Dann rüste ich mal ganz kurz hier rum. Die Fuchsmaske. Und diesmal hoffe ich, dass wir das Quiz irgendwie auf die Ketten kriegen. So, komm her, mein Guter. What is Anju doing, Innkeeper? Bad at doing. Was? What is Anju, der Innkeeper, bad? Doing? Cleaning? Na, die geht dann mal kochen. Ja, klar. Die geht kochen. Aber, Alter, das sind so viele Fragen, ne? What is the name giving to you by Romani? Ah, okay, das ist, Grasshopper. Ja, Grashüpfer. Okay, das ist easy. Das ist der Zora. You, Tingle, the map maker. Left hand, right hand, der war... Rechtshänder. Eins noch. What is the name of the milk bar? The milk in the milk bar. Chateau Romani. Yay, wir haben's. Scheiße, Rubine. Okay, aber das müsste das einzige sein, was wir machen müssen, ne? Ich glaube, wir müssen das nur einmal machen. Was ist denn jetzt? Das triggert die Musik nicht mehr. Die Musik bleibt. Ist ja gruselig. Okay, cool. Wir haben es zumindest erstmal geschafft. Alter, jetzt habe ich Soundbug. Ich habe einen Soundbug, Leute. Ah, shit, der Vogel. Das
ist jetzt doof, oder? Oder ist es, weil es jetzt Nacht geworden ist? Das kann natürlich auch sein. Ich gehe mal kurz in ein Loch rein. Hier ist eine Kuh. Warte mal. Der Kuh haben wir doch noch... Alter, wie viele Items wir jetzt haben, ne? Das ist so... Aha, da ist sie. Da ist sie, die Milchflasche. Geil. Ich freue mich. Der Kuh haben wir doch noch nichts vorgespielt, oder? Und die Eisenstiefel, die kann ich jetzt auch als Kind anziehen. Das ist auch mega interessant. Okay, pass auf. Der Kuh haben wir, glaube ich, noch nichts vorgespielt. Okay. War jetzt auch nichts wert. Aber geil, oder? Das ist doch schön. Ocarina of Time läuft richtig gut. So, muss ich ja noch angeben. Warte, Ocarina of Time, eine Flasche. Zack. So, jetzt ist der Soundbug auch weg. Das war eigentlich das eigentliche Ziel dahinter. Ja. Dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal hier lang. Bogenschießen. Bogenschießen wäre geil, wenn wir das mal auf die Ketten kriegen. Aber hier jetzt haben wir jetzt auch erstmal wieder einen Tingel. Komm her, mein Freund. Alter, der hält halt auch einen normalen Schlag mit dem Schwert aus, ne? Mit der Schmierklinge. Ist auch schon krass. So, und hier oben können wir uns jetzt ein Herzteil holen. Ging ohne Bogen nicht, by the way. Oder ohne Fernkampfwaffe, sag ich mal. Da sind wir nicht rangekommen. Jetzt haben wir hier ein schönes Herzteil. Piece of Heart, Junge. Für Ocarina of Time. So, was war denn in dem Loch hier drin? Und dann haben wir Tingle. Tingle auch ganz wichtig. Gut, hier war nix. Zack. Einmal Tingle runterholen. Zack. Ich glaube, ich würde dann auch nochmal zur Schädelbucht gehen und in... zu den Goronen. Und würde auch einfach immer zu Tingle gehen. So. Und würde mir da mal kurz angucken, was der noch zu verkaufen hat. Alter. 245 Rubine. Ich glaube, das Token... Oder? Das ist halt nicht so wichtig. Ich glaube, ich lasse es erstmal. Der ist jetzt nicht so wichtig, oder? Meiner Meinung nach. Okay. Ich will nochmal kurz hier hinterlaufen. Nochmal kurz auschecken, was da hinten ist. Hier ist ja normalerweise auch eine Shooting Gallery drin. Aber jetzt ist hier das Büro des... Warte mal. Ah ne, das ist nicht die Maske der Truth. Die Maske der Liebenden brauchen wir hier, ne? Ja. Aber hier können wir uns eine Maske holen. Hä? Hey, hier war ich doch schon drinne, oder? Ach, sie ist nicht da. Weil es Nacht ist. Ach, shit. Oh, hier muss ich am ersten Tag mal reingehen. Da kriegen wir ja ein Item. Oder am zweiten Tag? Ne, am ersten muss es sein, oder? Das essentiell, wann man hierher kommt? Ich glaube, am ersten Tag muss man hierher und mit ihr reden. Mit der Mutter von Carfi. Okay. Sollten wir uns mal merken. Das muss ich mir auf jeden Fall nochmal auf den Zettel schreiben. Oder nachher, wenn Tag ist, gehen wir nochmal vorbei. Auch eine Idee. Okay, wir haben jetzt hier den Tingle. Noch einen Tingle haben wir hier dann ja nicht. I think. So, ihm können wir jetzt auf jeden Fall... Ja, wir können die Ocarina holen. Ist jetzt auch nicht so krass, aber ich würde es mal machen. Denke ich. Warte, wie ging das? Genau, Landurkunde. Bitteschön, mein Freund. Achso, geht das nur als Deko? Bitteschön, mein Freund. Muss mit ihm reden, ne? Achso, der verkauft mir hier Sachen. Nee. Da muss ich doch mit dem als Typi reden und
dann kann ich handeln, ne? Ja. Okay. Ja, wir holen uns trotzdem die Ocarina erstmal da oben. Achso, man kriegt ja trotzdem immer noch einen Tausch-Item. Habe ich schon wieder vergessen gehabt. Ist ja dann trotzdem essentiell. So. Ist auch so ganz komisch knapp gemacht. Da haben wir jetzt erstmal die Ocarina of Time für Ocarina of Time. Zack. Ist jetzt, hat jetzt keinen Mehrwert, aber hey. Wir nehmen sie mit. Dann haben wir nämlich das auch. Ansonsten ist hier, glaube ich, erstmal nichts weiter zu machen. Doch, wir können ein Foto von Tingle schießen. Ich weiß aber nicht, ob das ein besonderes Item bringt oder nur Geld. Können wir mal ausprobieren. Mache ich mal eben. Foto vom Deku-Chef-Boss haben wir ja schon geschickt. Gezeigt. Aber Tingle bringt ja normalerweise auch nochmal Rubine. Weiß jetzt nicht, ob das krass wichtig ist. Aber wir probieren es mal kurz aus. Ja, wie gesagt, wir können auch... Ah, wir können auch diese Lieder spielen, die da an der Wand geschrieben sind. Da möchte ich auch noch vorbeigehen. Hey, wie schwach das Schwert ist, oder? Macht man das nicht normalerweise mit einem Schlag? Mit dem Master-Schwert? Vielleicht bin ich auch gerade verwirrt. So. Tingle. Lass mich mal kurz Foto schießen von dir. Halt still. Naja, das ist nicht so gut. Alter, wie es aussieht, ne? Die Fotos sind irgendwie schlecht gemacht, aber es liegt, glaube ich, am Emulator. I guess. Aber wir könnten jetzt theoretisch auch nochmal da, wo die Skulltis sind, rein. So, warte. Dass man die immer ansprechen muss. Das ist mein Sohn. Okay, kriegt man da was Schönes? Nur Geld, aber... Geld nehme ich auch. Ja, normalerweise... Das ist nur in der 3D-Version, ne? Da steht hier noch ein Bild von dem. Ich glaube, ja. Mann, der Part ist schon wieder bald rum. Ja, wir könnten ins Skulltula-Haus gehen. Da können wir mittlerweile, denke ich, auch ordentlich was machen. Vielleicht sogar abschließen. Brauche ich auf jeden Fall ein paar Käfer, aber die gibt es ja im Skulltula-Haus. Das können wir später mal machen. Das ist, glaube ich, so ein Punkt, den können wir jetzt 100% abschließen, das Skulltula-Haus. Würde ich auf jeden Fall tun. Jetzt in der Runde... Ja, doch. Komm, wir machen's. Ihr habt ja recht. Wir sollten das Skulltula-Haus machen. Das ist essentiell. Was wir abschließen können, 100% sollten wir abschließen. Dann sind wir schon mal sicher. Aha, da müssen wir nichts mehr machen. Außer, dass wir halt später nochmal dahin gehen müssen, um uns dann, wenn wir mal irgendwann alle Tokens haben sollten, was halt noch lange dauert. Aber wenn wir es haben, dann sollten wir es dann irgendwann mal... Ja? Sollten wir es irgendwann mal angehen. Ihr habt doch gesagt, auch wenn ich noch nicht weiß... So, jetzt werden wir mal vergiftet. Auch wenn ich noch nicht weiß, wo, die Hexe ist. So. Wegen der Quest. Achso, ich habe keine... aber ich habe ja Feuerpfeile. Ich habe keine Magie. Das funktioniert gar nicht, oder? Wo kriege ich jetzt ein paar Deku-Sticks her? Scheiße. Ah. Ich habe keine Deku-Sticks. Das ist ja ärgerlich. Warte mal. Ja, ich habe keine Deku-Sticks. Das ist ja super ärgerlich. Wo kriege ich ein paar Deku-Sticks her, Leute? Hätte ich mir kaufen müssen, ne? Ein Deku-Stick. So, was ist denn hier drin? Deku-Kerl. Brauche ich nicht. Jetzt habe ich hier keinen Deku-Stick. Ich wollte reingehen. Kann ich von hier aus irgendwie... Wenn ich von hier aus irgendwie darüber schieße, geht das? Das könnte was werden. Alter.
Jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Warum siehst du den nicht an? Ihr lasst sicherlich keine Deku-Sticks droppen, ne? Guck mal, das könnte was werden. Ha! Problem gelöst, Junge. So. Fett Schaden einstecken hier. Und dann rein da. Ab ins Schoolie-Haus. Ja, ich würde sagen, das ist doch ein ganz gutes Ende für diese Folge. Wir haben jetzt nicht so viele krasse Sachen bekommen. Aber wir haben ein paar Sachen abgecheckt. Und ich würde sagen, im nächsten Part, das können wir jetzt hier komplett beenden. Können wir nicht. Wir haben ja immer noch nicht den... Braucht man den überhaupt? Den brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Ist nur Zusatz. Oh, die Skulties bleiben auch gespeichert? Ah, nee, Quatsch. Das sind nur die, die wir schon haben. Logisch. Okay. Ich würde sagen, im nächsten Part gehen wir hier mal alles durch. Aber ich glaube trotzdem, es sieht mir so aus, als ob die trotzdem gespeichert bleiben. Die, die wir schon mal getötet haben. Das ist es sehr nett. Ja, sieht mir echt so aus. Alles klar, im nächsten Part machen wir das hier mal fertig. Ich hoffe es zumindest. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.